Herzlich willkommen und schön, dass ihr heute dabei seid bei der deutschen Ausgabe des Asteroid Days. In den nächsten 30 bis 50 Minuten wird sich hier alles um das Thema Asteroiden drehen. Dazu werde ich mit ganz verschiedenen Experten sprechen und am Ende haben wir natürlich auch noch Zeit, eure Fragen, die ihr über Social Media gestellt habt, zu besprechen. Mein Name ist Celine Villers und ich setze mich vor allem auf der Plattform LinkedIn mit verschiedenen Innovationsthemen auseinander. Ein großes Thema ist da auch immer wieder das Thema New Space. Und weil ich das so spannend finde und daher auch das ganze Gebiet Weltraumforschung, Weltall total spannend finde und sehr großer Fan geworden bin, freue ich mich jetzt, euch heute hier durch die nächste Stunde zu führen. Ja, warum sind Asteroide und Kometen eigentlich so spannend? Sie sind deshalb spannend, weil sie aus der Entstehungsphase unseres Sonnensystems stammen. Das bedeutet, sie können dazu beitragen, die Entstehung unseres Sonnensystems zu entschlüsseln. Außerdem scheint es, als spielen Asteroide und Kometen auch bei der Entstehung des irdischen Lebens eine Rolle. Aber dazu später mehr. Aber was sind Asteroiden eigentlich und wo kommen sie her? Asteroiden, die unserer Erde extrem nahe kommen oder unsere Erde sogar kreuzen, werden übrigens als Near-Earth-Objects bezeichnet, also erdnahe Objekte. Und wenn sie unseren Planeten treffen, können sie je nach Größe eben erheblichen Schaden anrichten. Dr. Detlef Koschny setzt sich täglich genau mit diesem Thema auseinander, also mit diesen Near-Earth-Objects. Er ist Co-Manager für das Near-Earth-Object-Segment des ESA Space Safety Programms. Und natürlich hat er auch ein Spezialgebiet. Und zwar gehört dazu die wissenschaftliche Untersuchung von kosmischem Staub, Meteoren und Feuerwellen. Herzlich willkommen, Detlef, und schön, dass du heute mit dabei bist. Grüß dich, Celine. Cool. Als erstes habe ich eine Frage, und zwar hatte ich schon in der Einleitung erwähnt, dass eben Asteroiden auch eine Rolle spielen für unser irdisches Leben. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären und welche Rolle sie vor allen Dingen spielen? Ja, das ist natürlich von höchstem wissenschaftlichem Interesse. Es geht dabei um zwei Sachen. Einmal um dieses hier, nämlich um Wasser. Die Frage ist, wie ist Wasser auf die Erde gekommen? Und wenn die Erde entsteht, dann sollte da eigentlich das Wasser hauptsächlich verdampfen, weil es zu warm ist. Und die Idee von manchen Wissenschaftlern, eigentlich von den meisten, ist, dass Asteroiden, die dann später auf die Erde draufgestürzt sind, einen Großteil des Wassers wieder auf die Erde zurückgebracht haben. Und ohne Wasser kein Leben. Deswegen könnten also Asteroiden sehr wichtig sein. Die zweite Spur, die man verfolgt, wo Asteroiden mit Leben zu tun haben, das sind sogenannte organische Moleküle. Das Leben ist am Anfang auf der Erde relativ schnell entstanden. Und eine Idee ist, dass wir aus dem Weltraum schon die Grundbausteine für Leben, also noch kein Leben selber, aber sogenannte organische Moleküle zugeliefert bekommen haben, die auf der Erde so schnell gar nicht entstehen konnten. Und das ist was, was zum Beispiel zwei wissenschaftliche Missionen, OSIRIS-REx und Hayabusa-2, die im Moment unterwegs sind, untersuchen sollen. Ja, die werden ein Stück Material von so einem Asteroiden zurückbringen, dann können wir das auf der Erde untersuchen.
Ja, die Mission Hayabusa 2, die besprechen wir ja gleich auch noch. Also auf jeden Fall dranbleiben, wenn euch das interessiert. Jetzt musst du mir aber nochmal erklären, was genau die Begrifflichkeiten bedeuten. Weil in meiner Vorbereitung sind ganz verschiedene Begriffe aufgetaucht. Einmal natürlich Asteroiden, klar. Dann aber auch Meteoroiden und Kometen. Was unterscheidet diese vier Begriffe denn nun voneinander? Gut, also du hast es ja vorhin auch schon gesagt, Asteroiden sind praktisch übrig geblieben bei der Entstehung des Sonnensystems. Und Kometen kommen eigentlich auch aus der Zeit. Der Unterschied ist, die Kometen sind weiter weg von der Sonne entstanden. Mhm. Näher dran wären die nämlich gar nicht überlebensfähig, weil Kometen hauptsächlich aus Wassereis, anderen Materialien, die leicht verdampfen, entstehen. Und wenn die dann der Sonne nahe kommen, dann sehen wir einen Komet mit einem tollen Schweif hinten dran. Und das ist eben, wie ein Komet definiert ist. Asteroid ist einfach nur ein Stück Stein, ja, so wie das hier. Das ist jetzt so ein Stück, was mal auf die Erde runtergefallen ist. Und da haben wir schon den nächsten Begriff. Das ist jetzt ein Meteorit. Das ist nämlich ein Asteroid, der aus dem Weltraum kam. Der ist in diesem Falle auseinandergebrochen. Das ist jetzt nur ein kleines Stück, was übrig geblieben ist. Meteorit nennen wir das Material, was aus dem Weltraum kommt und durch die Atmosphäre durchgeht. Ja. Und jetzt haben wir also Asteroid, Komet, Meteorit. Und ein Meteoroid ist einfach nur ein kleiner Asteroid. Da gibt es sogar eine richtige Grenze, 1 Meter. Wenn es kleiner ist, nennen wir das offiziell Meteoroid. Aber das braucht man nicht so ganz genau nehmen. Okay, aber die Überbleibsel, die hier dann auf der Erde ankommen und diese kleinen Gesteinsstücke von Meteoroiden und Meteoriten sehen aber genau gleich aus, oder? Also man unterscheidet zwei grundlegende Materialien. Das eine ist, wenn das mehr ein Gestein ist, das ist dann wie so ein Stück Fels und ist auch schwierig dann auf dem Boden zu sehen. Und es gibt auch Eisenmeteorite. Wenn halt das Material vorher hauptsächlich Eisen war, ist natürlich auch das, was auf der Erde unten ankommt, Eisen. Ja, verstehe. Wie viele Asteroiden gibt es denn nun eigentlich da draußen? Oh, die einfache Antwort ist sehr viele. Wir kennen im Moment irgendwo zwischen 700.000 und 800.000 von diesen Brocken. Die meisten sind zwischen Mars und Jupiter, kommen also der Erde gar nicht so nahe. Man muss aber gleich dazu sagen, die Gesamtmasse ist nicht so groß. Das ist nur ungefähr so viel wie eine Erdmasse. Also jetzt nicht, dass da lauter so Erden rumfliegen wie unsere eigene. Das nicht, das sind alles kleinere Stücke. Die größten Asteroiden sind ein paar hundert Kilometer im Durchmesser. Und dann geht das runter eben bis zu den ganz kleinen, die wir täglich als Sternschnuppen in unserer Erdatmosphäre sehen. Wie groß sind dann diese ganz kleinen? Das ist ganz spannend. Also wir hören ja nachher noch was über Feuerkugeln. Also wenn eine ganz helle Sternschnuppe in der Erdatmosphäre zu sehen ist, das kann schon sein, dass wenn ich so ein Stück habe, was jetzt eben nur ungefähr diese Größe hat, dass das schon so hell am Himmel erscheint wie die Venus. Also richtig eine helle Sternschnuppe wird, weil das eben sich relativ schnell durch die Atmosphäre bewegt und da kommt die Energie her. Krass, okay, das ist spannend. Wer erforscht denn Asteroiden nun genau? Also es gibt viele Gruppen auf diesem Planeten hier, die sich mit der Asteroidenforschung beschäftigen, die meisten eigentlich mit wissenschaftlichem Hintergrund. Die wollen eben genau das erforschen, was wir vorhin angesprochen haben. Wie ist denn das Sonnensystem entstanden? Wie ist Wasser auf die Erde gekommen? Diese organischen Moleküle, die wir besprochen haben. Und ein zweiter Teil, der sich für Asteroiden interessiert, das ist die sogenannte Planetary Defense Community. Also die sich damit beschäftigen, was passiert denn jetzt, wenn so ein Ding auf die Erde trifft. Und das ist jetzt nicht nur wissenschaftlich, sondern da geht es auch ein bisschen drum, dass wir halt sicherstellen, dass auf der Erde kein Schaden angerichtet wird. Klar, verstehe. Wie oft kann das denn eigentlich passieren oder wie oft passiert das, dass ein Asteroid jetzt also die Erde trifft? Ja, das kommt auf die Größe an. Je kleiner, desto oft. Das ist schon mal die einfache Aussage. Wenn ich mal bei einem Meter anfange, wo ich auch offiziell jetzt von einem Asteroiden spreche, das passiert irgendwo auf diesem Planeten, sag mal, alle 2 Wochen.
Ja, und da passiert aber noch nichts. Der, wie gesagt, macht eine schöne Feuerkugel. Und da, wenn ich das vorher wüsste, würde ich da hinfahren, um mir die anzuschauen, weil das nämlich hübsch ausschaut. Wenn das größer wird, nehmen wir jetzt mal so ein Objekt wie 20 Meter Größe. Das ist im Februar 2013 über Tscheljabinsk passiert, einer Stadt in Russland. Der hat schon Schaden angerichtet. Sowas würde ich jetzt sagen, passiert so alle paar 10 Jahre, also 10, 20, 30, 40 Jahre, auch wieder irgendwo auf der Erde. Wenn das jetzt über dem Südpazifik passiert, merken wir das natürlich vielleicht gar nicht. Gehen wir noch eine Stufe größer. Wir feiern Asteroid Day. Das ist der Geburtstag von dem Tunguska-Ereignis in Sibirien. Das war ein 40 Meter ungefähr großes Objekt, 30 bis 50 Meter so um den Dreh. Das passiert alle paar hundert Jahre, vielleicht auch nur einmal 1000 Jahre, aber es ist alles Statistik, das darf man nie vergessen. Nur weil das vor 100 Jahren passiert ist, heißt das nicht, dass das jetzt 900 Jahre dauert, bis wieder einer kommt, sondern das kann im Prinzip morgen schon passieren. Und deswegen suchen wir nach diesen Objekten und versuchen zu sehen, wo die eigentlich sind. Ja, und eben weil die ja eben auch so gefährlich sein können, gibt es ja beispielsweise auch die Hera-Mission. Kannst du vielleicht kurz erklären, was es mit der Hera-Mission auf sich hat? Wenn jetzt so ein Objekt über 50 Meter groß ist, da gibt es also internationale Vereinbarungen, dass sich die Raumfahrtagenturen drum kümmern müssen, weil man kann einen Asteroideneinschlag verhindern. Das ist eigentlich, glaube ich, sozusagen die einzige Naturkatastrophe, gegen die wir was tun könnten. Wie macht man das? Ich nehme mal an, also das ist jetzt mein Asteroid. Ja, der ist kartoffelförmig aus obvious, offensichtlichen Gründen. Und jetzt nehme ich mal an, ich will den aus seiner Bahn lenken. Was ich machen kann, ich kann so eine Art kosmischen Auffahrunfall erzeugen. Ich nehme einen Satelliten, hier ist jetzt mein Satellit, und den schieße ich möglichst schnell auf diesen Asteroiden drauf. Und dann ist das, wie wenn ich an der Ampel in ein stehendes Auto reinfahre. Ich hoffe, das ist dir noch nicht passiert. Dann schiebt es den so ein bisschen auf die Seite. Ich kann den also ein kleines Stück ablenken. Und ja, das ist das, was wir machen würden, wenn wir jetzt ein Objekt größer wie 50 Meter auf die Erde kommen sehen. Es gibt noch andere Methoden, aber genau diese Methode hat mit der Hera-Mission zu tun. Ja, da machen nämlich die Amerikaner genau diesen Versuch, dass sie einen Satelliten in einen Asteroiden reinschlagen lassen. Und die Hera-Mission kommt dann ein paar Jahre später hin und schaut sich an, wie schaut der Einschlagkrater aus? Ja, ist der dann schwarz und kohlig oder ist das ein tiefes Loch? Ist der rund? Und was für Material hat die Oberfläche? Und das muss man wissen, um zu verstehen, wie da die Physik eigentlich funktioniert. Verstehe. Und die Hera-Mission hat sich ja den Didymos zum Ziel gesetzt. Was ist jetzt genau an diesem Asteroid spannender als an anderen? Also das Erste ist, der stellt im Moment keine Bedrohung für die Erde dar. Und wir wollen auch vermeiden, dass wenn wir jetzt so einen Einschlag machen, das Objekt dann doch auf die Erde gelenkt wird. Deswegen hat man sich absichtlich diesen Didymos ausgesucht. Bei dem passiert das nicht. Und der heißt Didymos, weil das in Wirklichkeit zwei sind. Ich gehe mal hier so ein bisschen aus dem Weg, dann sieht man das vielleicht. Und die umkreisen sich. Ja. Was wir machen ist, oder was die Amerikaner machen, wir treffen auf den kleineren und alles, was sich dann verändert, ist nicht etwa jetzt die Bahn des Gesamtsystems, also wir sind auf der Erde vollkommen sicher, was sich ändert, ist die Umlaufszeit. Der braucht dann etwas länger oder kürzer, je nachdem, von welcher Seite ich einschlage. Und das kann man relativ leicht messen und damit habe ich eine schöne Methode, das zu testen, ob wir das wirklich verstehen, was wir da machen. Wow, du sprichst jetzt die ganze Zeit von wir, also irgendwie hängen die Amerikaner ja scheinbar dann auch mit drin. Wer ist denn nun wir, also mit wem macht ihr diese Hera-Mission? Wie gesagt, Hera selber ist eine europäische Mission. Das ist einfach ein Industriekonsortium in Europa. Und wenn ich sage wir, dann meine ich eigentlich wir als Asteroideninteressierte auf der Erde, weil das ist ein internationales Projekt, wo dieser Einschlag selber von der amerikanischen Raumfahrtbehörde gemacht wird, der NASA. Und wir fliegen dann mit diesem Messinstrument hinterher und schauen uns an, was das passiert ist. Also es ist eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der amerikanischen Raumfahrtorganisation und uns. Wie man sich die Hera-Mission vorstellen kann, seht ihr hier.
Hera is going to show us things no one's ever seen before. This ESA mission will be humanity's first ever spacecraft to visit a double asteroid, Didymos. This asteroid is typical of the thousands that pose an impact risk to our planet. Imagine a mountain in the sky with another rock about the size of the Great Pyramid swinging around it. That's Didymos. And just the seemingly tiny moon would be big enough to destroy a city if it were to collide with the Earth. But we're going to find out if it's possible to deflect it. This is going to be really, really hard. Aiming at a 160-meter wide target across millions of kilometers of void. Could we stop an asteroid hitting planet Earth? The dinosaurs couldn't, but we humans have the benefit of knowledge and science on our side. Hera is led by a multinational team of scientists and engineers, humanity's makers and doers. Right now, all we have is many years of research and theories, but Hera will revolutionize our understanding of asteroids and how to protect ourselves from them. First, NASA will slam its DART spacecraft into the smaller asteroid at more than 6 kilometers a second. Then ESA comes in. Hera will map the impact crater left by DART and measure the asteroid's mass. Knowing this mass is key to determining what's inside, and knowing for certain whether we would be able to deflect it. Next come our briefcase-sized CubeSats. If you think of Hera like an aeroplane, then CubeSats will operate more like drones, able to take more risks, flying closer to the asteroid, carrying state-of-the-art science instruments, eventually touching down. The scale of this experiment is huge. One day, these results could be crucial for saving our planet. Hera's up-close observations after DART's impact will help prove whether asteroids can be deflected, prove whether this is an effective planetary defense technique, so that if an asteroid ever poses a real threat to Earth, we'll be ready. Ein weiteres spannendes Feld im Bereich der Asteroidenforschung sind die sogenannten Sample Return Missionen. Das bedeutet, es wird eine Sonde losgeschickt, die eben Proben von einem Asteroid sammelt und die zurück zur Erde bringt. Das hat der Detlef gerade auch schon erwähnt. Ein solches Projekt wird eben gerade durchgeführt, und zwar ist es die Hayabusa 2 Mission. Und genau darüber möchte ich jetzt gerne mit Trami Ho sprechen. Sie ist vom DLR Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen. Herzlich willkommen, Trami. Hallo, Celine. Hallo, du musst mir jetzt erstmal nochmal genau erklären, was hat es mit der Hayabusa 2 auf sich? Wie du bereits gesagt hast, Hayabusa 2 ist eine Sample Return Mission und die 2 steht dafür, dass es schon mal eine Mission gab, die Hayabusa Mission. Die ist vor einigen Jahren, circa 2010, wieder auf die Erde zurückgekommen, hat Proben mitgebracht von einem Asteroiden, der heißt Itokawa. Es handelt sich hierbei um einen S-Typ-Asteroid. Und nachdem diese Hayabusa-Mission so erfolgreich war, hat dann auch die JAXA, also die japanische Weltraumagentur, beschlossen, eine zweite Mission durchzuführen. Diesmal mit einem anderen Ziel-Asteroiden, Ryugu. Und so wurde dann nach Hayabusa die Hayabusa 2 Mission abgeschickt. Verstehe. Du hast jetzt von einem bestimmten Typen an Asteroid gesprochen. Was bedeutet das denn genau? Also ich glaube, du hast gesagt S-Typ, richtig? Ja, genau. Asteroiden unterscheiden sich aufgrund ihrer, nicht nur ihres Orbits, also ihres ihrer Umlaufbahn, sondern auch entsprechend ihrer Zusammensetzung. Und Asteroiden können wir aber nur bis jetzt oder meistens von der Erde aus sehen. Und es gibt ja nicht, also absehbar viele Raumfahrtmissionen, die dann zu Asteroiden fliegen und diese dann auch in der Nähe beobachten. Von der Erde aus
Wenn wir Asteroiden beobachten, dann können wir sie spektral auflösen. Das heißt, wir sehen, wie ihr Spektrum aussieht und entsprechend dem Spektrum können wir dann auch Hinweise bekommen darüber, wie ihre Zusammensetzung zumindest auf der Oberfläche des Asteroiden aussieht. Ja. Und S-Typ-Asteroiden haben dann einen Spektraltyp, der mehr darauf hindeutet, dass die Zusammensetzung mehr aus Steinen besteht. Und C-Typen sind dann Asteroiden, die von der Zusammensetzung sehr ähnlich den Meteoriten sind, die auf der Erde zu finden sind. Das sind die kohlenstoffhaltige Chondrite. Es handelt sich hier bei uns sehr dunkle Meteoriten und also mit einer sehr geringen Albedo. Und sie scheinen dann sehr viel Kohlenstoff zu beinhalten, aber auch hydratisierte Minerale oder auch organische Verbindungen. Wie funktioniert denn jetzt genau diese Mission an sich? Also es gibt eben auf der einen Seite das Raumfahrzeug, die Hayabusa, und dann gibt es auch den Lander, den oder das Maskott. Wie muss ich mir das denn überhaupt vorstellen? Ja. Also Hayabusa 2 haben wir immer im Team selber als wie ein Schweizer Taschenmesser genannt, weil es hat so viele Features, das ist unglaublich. Also Hayabusa 2 hat ein Samplinghorn oder eine Probenentnahmehorn, mit dem dann die Proben auf dem Asteroiden dann entnommen werden. Aber zugleich hat Hayabusa 2 auch einen Impaktor, der dieses Jahr dann auf den Asteroiden eingeschlagen ist und daraus dann einen Krater erzeugt hat auf der Oberfläche. Aber daneben ist es auch so, dass Hayabusa 2 drei Mini-Rovers hat und einen Lander. Diese drei Mini-Rovers heißen Minervas und der Lander, das ist dieser Mesket-Lander, den das DLR zusammen mit der CNES, der französischen Raumfahrtagentur, entwickelt hat und auch in Zusammenarbeit mit der JAXA. Hast du ja gesagt, die Mission läuft ja schon. Ne? Also das heißt, die Proben wurden, soweit ich dich verstanden habe, schon entnommen von auf dieser Hayabusa 2-Mission. Jetzt ist die Frage, wann treffen die denn nun hier auf der Erde ein? Die werden Ende dieses Jahres auf der Erde erwartet. Und zwar soll die Probe dann in Australien landen. Das bedeutet, von Start bis jetzt zur Landung, wie lange dauert das? Gestartet ist Hayabusa 2 in 2014 und landen tut es Ende dieses Jahres. Also 6 Jahre lang hat die Mission gedauert. Ja, und Rami, wie hältst du das aus? Also ich meine, 6 Jahre. Andere machen irgendwie Projekte auf der Arbeit, die dauern irgendwie 2 Monate und du wartest 6 Jahre. Ist es nicht also total wahnsinnig? Und was ist das jetzt für ein Gefühl für dich, wenn dann diese Probe hier endlich eintrifft? Ist super spannend, aber ich glaube, dass selbst für uns Raumfahrer 6 Jahre an sich sehr kurz sind. Es gibt ja Missionen wie die Rosetta-Mission, die hat ja bei weitem viel länger gedauert und über 10 Jahre. Und somit könnte ich schon fast sagen, dass Hayabusa 2 mehr oder weniger, da ist die Zeit vergangen wie, ja, ganz schnell. Ja. Okay, verrückt. Also für jemanden, der nicht aus der Industrie kommt, ist das auf jeden Fall ja ein sehr eher langes Projekt, würde ich sagen. Echt spannend. Sag mal, was ist denn jetzt genau deine Aufgabe in der Mission? Ich habe die Projektleitung des MESCET-Projektes inne gehabt. Das heißt, ich war zuständig dafür, dass das Projekt am Laufen gehalten wird. Das ist verbunden natürlich auch mit sehr, sehr viel Moderation und Koordination innerhalb des Teams, aber auch im internationalen Kontext. Wir haben natürlich aufgrund zum Beispiel der unterschiedlichen Zeitzonen zwischen Japan und Europa haben wir schon mal Probleme, wenn man sie überhaupt Probleme nennen kann, bezüglich der Kommunikation. Oft waren die japanischen Kollegen schon auf dem Weg nach Hause und wir sind ja gerade erst aufgestanden. Ja. Ja, solche Dinge mussten natürlich dann auch überwunden werden. Verstehe, okay, das klingt auf jeden Fall lustig. Noch eine allerletzte Frage zum Schluss. Und zwar, wie bist du denn selbst auf das Thema Asteroidenforschung gekommen?
Ich bin vom Hintergrund aus Physikerin. Ich habe Physik studiert, habe meine Diplomarbeit mich beschäftigt mit dem Thema kosmischen Staub. Und danach habe ich meine Doktorarbeit gemacht und habe ich mich wiederum mit Kometen beschäftigt und bin dann von den Kometen zu den Asteroiden gekommen. Und Staub, Asteroid, Komet, also das Objekt wird größer. Jetzt bin ich an einer Phobos-Mission beteiligt. Phobos ist noch etwas größer als der Asteroid. Ich hoffe, irgendwann mal darf ich auf dem Mars landen. Oh, wow, okay, große Pläne. Dafür wünschen wir dir natürlich ganz viel Erfolg und Glück. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Auch zu Maskott haben wir natürlich ein Video für euch, was ein bisschen besser erklärt und zeigt, wie diese Landung ausgesehen haben muss. Wir kommen in eine Welt, die hat noch nie vor uns einer gesehen. Das ist ein Single Shot, da muss alles klappen. Das ist ein Abenteuer. Also das ist eine Reise ins Unbekannte, was wir hier machen. Es ist unbekanntes Terrain. Wir werden einfach rausgeworfen. Im Prinzip ist mir völlig egal, wie wir auf die Oberfläche aufkommen. MESCOT steht für Mobile Asteroid Surface Scout. MESCOT ist eine kleine Schachtel, so ungefähr so groß wie eine Mikrowelle. Ein Paket von Experimenten, das auf einem Asteroiden abgesetzt wird und die Oberfläche des Asteroiden vor Ort erforschen soll. Auf MESCOT sind vier Instrumente. Es handelt sich hierbei um eine Kamera, MASCAM, um ein Infrarotmikroskop, Micro-Omega, um ein Radiometer MARA und um ein Magnetometer MASMAG. Man muss sich das so vorstellen, wir sind Teil einer großen Mission Hayabusa von unseren japanischen Kollegen. Das heißt, Hayabusa hat einen großen Satelliten zu dem Asteroiden geschickt, mit dem Hauptziel, wirklich Proben zu nehmen und zur Erde zurückzubringen. MESCOT wird von Hayabusa einfach rausgeworfen und fliegt dann auf Ryugu, auf den Asteroiden zu. Und wird dort landen. Natürlich haben wir ein sehr geringes Gravitationsumfeld. Das heißt, also die Anziehungskraft ist so gering, dass MESCOT so ungefähr runterfliegt, wie wenn wir ein Blatt Papier von 30 cm auf einen Tisch fallen lassen. Ziel ist es, den Asteroiden wirklich zu verstehen. Die Frage, wo kommt das Wasser auf der Erde her, ist auch noch nicht so richtig gelöst. Und um zu verstehen, wie hat sich das alles hier mal gebildet, unsere Erde und auch die anderen Planeten, versuchen wir diese zu erforschen. Ein zweiter Grund ist natürlich, dass Asteroiden eine Gefahr für die Erde darstellen, weil wir mit Asteroideneinschlägen rechnen müssen. Im folgenden Gespräch erklärt uns gleich Professor Dr. Kai Wünnemann vom Museum für Naturkunde in Berlin, was passieren kann und auch schon in Vergangenheit passiert ist, wenn Asteroiden eben auf der Erde einschlagen. Wer sich also für das Thema Kraterwissenschaft interessiert, der ist bei Kai auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Herzlich willkommen, Kai. Hallo Celine, grüß dich. Hi. Kai, du musst mir jetzt als erstes mal erklären, was denn dein Job im Museum mit Asteroiden zu tun hat. Naja, wir haben im Museum, Naturkundemuseum, wer schon mal im Naturkundemuseum war, das besteht aus einer großen Sammlung von Objekten und eine davon sind, dass wir Meteorite haben. Also das Stück, was Detlef am Anfang gezeigt hat, so etwas, davon haben wir ganz viele bei uns und das ist sozusagen die Motivation dafür, warum wir uns dann die Sachen nicht nur sammeln, sondern warum wir das auch weiter erforschen wollen. Und da spielt natürlich eine Rolle, nicht nur, wo kommen die Objekte her, sondern was passiert dann auch, wenn sie runterkommen. Ja, Logo. Und was genau stellt ihr dann im Museum aus? Das reicht von den Objekten selber. Also ich habe hier auch ein Stück mitgebracht. Wir haben ja schon mal vorhin eins gesehen. Das war, glaube ich, ein Eisenmeteorit. Das ist jetzt einer, der ist eher ein Felsen. Wir nennen das ein Chondrit. Der hat richtig kleine Kügelchen, wenn man nah rangeht, da drin. Und von außen ist er schwarz. Das ist eine Kruste, die beim Eintritt ein bisschen angeschmolzen wird.
Aber das Ganze reicht dann bis zu mehr Lebenswissenschaften, also dass wir ausgestopfte Tiere ausstellen, aber eben auch Dinosaurier-Skelette. Und das ist direkt mit so einem Ereignis in der Vergangenheit nämlich verknüpft. Ja, genau, das wäre jetzt genau mein nächster Punkt gewesen. Was haben denn Asteroiden letztendlich mit Dinosauriern zu tun, beziehungsweise wie wurden die Dinos von diesen Asteroiden beeinflusst und was ist damals passiert? Hol uns doch da einfach mal mit ins Bild. Ja, also die Dinosaurier hätten diese Erfahrung wahrscheinlich lieber nicht gemacht, aber wir sind uns heute relativ sicher, dass es vor eigentlich 66 Millionen Jahren ein ganz großer Körper mit der Erde kollidiert ist. Der war wahrscheinlich so, heute glauben wir eher schon fast 15 Kilometer im Durchmesser, also ein richtig großer Brocken. Und als der eingeschlagen ist, hat er die Umweltbedingungen so schnell, so drastisch verändert, dass viele Lebewesen auf der Erde, unter anderem die Dinosaurier, sich so schnell nicht anpassen konnten. Also das war nicht nur in dem Umkreis, wo die Katastrophe mehr oder weniger unmittelbar war, sondern quasi global auf der ganzen Welt. Und das ist wahrscheinlich dadurch zu erklären, dass sich das Klima so schnell geändert hat, dass die Tiere sich nicht anpassen konnten. Und mindestens 30-40% aller Spezies damals, und das schließt die Dinosaurier ein, sind ausgestorben. Wahnsinn. Also kann man eigentlich sagen, Asteroiden sind schuld dafür, dass es keine Dinos mehr gibt? Ja, man könnte auch sagen, dass wir hier sitzen. Denn wenn die Dinosaurier nicht ausgelöscht worden wären, dann hätten die Säugetiere, und ich rechne uns mal dazu, wahrscheinlich nicht die Möglichkeit gehabt, unsere Nische zu finden und uns so weiterzuentwickeln. Also man kann wirklich sagen, dass solche Ereignisse in der Erdgeschichte, und es gab ja nicht nur eins davon, dass die vielleicht die Entwicklung des Lebens auf der Erde doch sehr stark beeinflusst haben und immer wieder mal in andere Richtung gelenkt haben. Und das jüngste dieser Ereignisse ist eigentlich dieser, wir nennen das den Chicxulub-Einschlag, weil Chicxulub ist der Name einer kleinen Stadt auf der Yucatan-Halbinsel in Mexiko. Und da befindet sich der Krater von diesem Einschlagereignis. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass da ein großes Loch im Boden ist, sondern der ist leider zugedeckt. Da hat es dann über die vielen Millionen Jahre viele Sedimente, die sich darin abgelagert haben, haben den quasi komplett bedeckt. Und wir müssen heute erst durch fast 2 Kilometer tief bohren, bevor wir eigentlich den Krater erst haben. An der Oberfläche sieht man eigentlich wenig davon. Was gibt es denn sonst noch für bekannte Ereignisse und Einschläge? Ja, wir haben am Anfang ja schon gehört, dass je größer, je seltener. Und das Chicxulub-Ereignis, das waren so etwa 15 Kilometer und der Krater ist an die 200 Kilometer groß. Wenn wir jetzt jünger werden, dann haben wir kein so großes Ereignis mehr. Aber vielleicht hier in Deutschland besonders wichtig ist das Nördlinger Ries. Das ist ein Krater, der ist ungefähr 26 Kilometer im Durchmesser und der wurde vor 15 Millionen Jahren gebildet. Das klingt lange für uns. In der Erdgeschichte ist das eigentlich eine sehr kurze Zeit, 15 Millionen Jahre. Also das ist quasi gestern. Und das Tolle an dem Krater ist, dass er im Gegensatz zum Chicxulub-Krater sehr gut erhalten ist. Also wir können den an der Oberfläche studieren und genau untersuchen und dabei viel verstehen, wie so ein Einschlagprozess eigentlich abläuft, was dabei passiert, wie auch die Folgen für die Umwelt sind. All diese Dinge, die können wir da genau untersuchen. Kann man den also auch besichtigen? Den kann man auch besichtigen, aber auch da sage ich wieder, nicht enttäuscht sein, wenn man da hinfährt. Also das ist so in dem Dreieck Stuttgart, Nürnberg, München ungefähr. Und wenn man in den Krater reinfährt, dann würde sich jetzt jeder wahrscheinlich so vorstellen, man fährt über einen Kamm rüber und dann in ein tiefes, großes Becken. Wenn da keine Schilder stehen würden, glaube ich jetzt mal, würden die meisten gar nicht bemerken, dass sie in den Krater reinfahren. Aber wenn man an einem erhöhten Punkt sich befindet, insbesondere aus dem Flugzeug oder so etwas, dann kann man eigentlich ganz gut den Rand des Kraters ausmachen und man sieht dann eine sehr flache Beckenstruktur. Aber es ist nichts, wo man so unmittelbar drüber stolpert. Und man kann eigentlich erst wirklich identifizieren, ob es sich um einen Einschlagkrater handelt. Wurde zum Beispiel früher prognostiziert, dass das ein großer Vulkanausbruch war. Das schafft auch solche runden Strukturen. Da muss man sich das Gestein im Detail angucken.
Okay. Ich habe auch da ein Stück mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann. Da sieht man so kleine Rillen auf der Oberfläche. Und diese Rillen, das nennen wir, die sind immer so konusförmig. Und das nennen wir Strahlenkegel, im Englischen Shatter Cone. Und die entstehen nur durch eine extrem große Druckwelle, die beim Aufprall des Körpers entsteht. Das sind Drücke, die sind, übersteigen den Druck zum Teil im Erdinneren. Und wenn sich diese Druckwelle ausbreitet und auf ein kleines Hindernis, dann entsteht so eine, wie so eine Brechung im Grunde genommen. Und dann breitet sich die Welle aus und führt zu diesen kleinen Brüchen, die so strahlenartig aussehen. Und das ist ein eindeutiger Beweis, dass es sich um einen Einschlagkrater handelt. Es gibt noch ein paar andere Dinge, aber man muss schon sehr genau hinschauen. Okay, Wahnsinn. Abgesehen von den Kratern, die es eben auch heute noch gegebenenfalls zu besichtigen gibt, was für andere Manifestationen von Einschlägen gibt es denn sonst noch? Naja, also diese Proben sind das, womit wir das nachweisen. Aber die Folgen, also für die Umwelt, was passiert, würden wir spüren, wenn so ein Ereignis stattfindet, das sind natürlich in der Regel vergängliche Dinge, die sind nicht so leicht nachzuprüfen. Und da ist eine ganze Reihe von Effekten, sage ich jetzt mal. Also das ist erstmal beim Einschlag selber, wenn so ein Körper aufschlägt, dann erzeugt er eine enorme Druckwelle, die sich ausbreitet. Das ist wie ein Sturm, könnte man sagen. Und diese Druckwelle, die ist so heftig, dass Gebäude zum Teil eingerissen werden können. In unmittelbarer Nähe ist natürlich, was im Krater ist, ist sowieso alles zerstört, aber auch noch in der Entfernung bis München oder noch weiter, wenn wir jetzt den Rieskrater mal als Beispiel nehmen, wäre die Druckwelle so groß, dass Gebäude eingerissen würden. Kai, das war unheimlich spannend. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Danke. Ja, was hat Social Media mit Feuerkugeln zu tun? Ziemlich wenig, das hätte zumindest ich gedacht, aber tatsächlich haben die beiden Physikerinnen und Doktorandinnen der Uni Oldenburg eine Verbindung hergestellt. Therese Ott und Esther Drolzhagen untersuchen und durchsuchen nämlich mit dem Nemo-Tool die Social-Media-Landschaft nach Hinweisen auf Feuerball-Sichtungen. Mehr möchte ich ehrlich gesagt gar nicht vorwegnehmen, sondern ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Therese und Esther. Ja, hallo, Celine. Hallo. Hi, cool, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht einfach direkt mit einer richtigen Anfängerfrage an. Und zwar einer, die von mir kommt. Und zwar, was sind denn nun eigentlich Feuerkugeln, Theresa? Ja, ich denke, ihr kennt alle Sternschnuppen, hat bestimmt jeder schon mal gesehen und sich was gewünscht. Wenn die jetzt eintreten, wir nennen das Meteore im wissenschaftlichen Jargon, das sind ja, hatte Detlef schon erwähnt, ganz kleine Teile nur, die ankommen, so Millimetergröße. Die sind aber so schnell, dass die mit ungefähr 54.000 Kilometer pro Stunde in die Atmosphäre eintreten. Also das ist wirklich, da ist einiges an Energie dahinter. Wenn die jetzt ganz groß sind, die Teile, die eintreten, also so Asteroiden oder auch ein bisschen kleiner, und die wirklich sehr hell sind, diese Sternschnuppen, die wir dann sehen, dann sprechen wir von Feuerkugeln. Das kann tatsächlich so groß werden, dass das taghell ist, also dass ihr wirklich merkt, da ist was Riesiges eingeschlagen. Das kann aber auch nur so hell sein, ungefähr wie die Venus am Abendhimmel. Wenn man Glück hat, kann man sogar so einen Knall hören dabei. Also das kriegt man auf jeden Fall mit, dass ihr eine Feuerkugel gesehen habt und nicht einfach nur eine ganz normale Sternschnuppe. Wow, okay. Esther, du musst mir nochmal erklären, was sind denn jetzt so genau die Merkmale, wenn ich jetzt irgendwie gucke und versuche, sowas zu erkennen? Gibt es da irgendwie so eine Checkliste, wo du sagst, das und das und das, wenn du das gesehen hast, dann war das auf jeden Fall eine Feuerkugel? Also ich denke, es ist einfach, die sind so groß und so hell, wenn man eine sieht, die kann man schwierig übersehen, wenn man halt gerade draußen ist und die Zeit dafür hat, die zu sehen. Das besonders Schöne an Feuerkugeln ist, dass sie halt sehr auffällig sind, viele Menschen reden darüber und sie erregen viel Aufmerksamkeit. Und wenn die Objekte groß genug sind, die in die Erdatmosphäre eintreffen, dann haben wir halt auch Meteorite. Und ja, auch wir haben welche mitgebracht, würde ich mal sagen. Einmal ein etwas größeres Exemplar, weil wir halt besonders uns große Asteroiden angucken. Wow. Das ist jetzt, es wurde auch schon vorhin erklärt, das ist jetzt ein Steinmeteorit, ein besonders großer. Ich hoffe, man kann den so einigermaßen sehen. Ja, super. Und das hier wäre ein Beispiel für einen Eisenmeteoriten. Man sieht hier vor allem schön diese Schmelzkruste, die ist sehr charakteristisch. Und die sind wirklich schwer.
Also ich habe die mitgenommen, also die zeige ich, die gerade noch so hochheben kann, so problemlos, denke ich mal. Und wenn man wirklich was finden würde, würde es eher so sein. Also so ganz kleine Steine, auch ähnlich wie die Detlef vorhin schon gezeigt hatte, einen davon. Die sind halt ganz klein, das sind so ganz typische Steinmeteorite. Ja. Das erste Anzeichen ist erstmal, dass sie magnetisch sind. Also ich habe hier einfach so einen ganz kleinen Magneten und alle haben einen Eisenanteil drin und sind magnetisch, oder zumindest fast alle. Wow, okay. Also das ist dann letztendlich auch ein gutes Zeichen. Ich glaube, ich muss meine Steinsammlung, die ich, als ich klein war, angelegt habe, mal wieder rausholen, weil irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass irgendwas dabei. Vielleicht habt ihr zu Hause ja auch was. Also das heißt, mit Magneten kann ich das selber testen, richtig? Das ist zumindest ein gutes Anzeichen. Also okay. Wenn er magnetisch ist, könnte es einer sein. Spannend, okay. Theresa, wie funktioniert denn Nemo nun? Also wir durchsuchen viele verschiedene Kanäle, zum Beispiel auch eben die sozialen Netzwerke und versuchen weltweit ganz schnell irgendwas zu wissen, wenn was passiert ist. Also wir wollen über jeden Feuerball, der irgendwo auf der Welt war, direkt wissen, dass er war und wo er war. Und wenn wir dann wissen, dass es ist, sammeln wir auch weitere Informationen dazu und versuchen das dann alles zusammenzustellen aus verschiedenen Quellen, wo wir halt Details zu diesem Event finden, die sonst einfach nur einzeln irgendwo gespeichert sind. Ja. Gibt es da irgendwie vielleicht ein verrücktes Beispiel, also irgendein Social-Media-Post, den ihr gefunden habt, wo ihr selbst so dachtet, so okay, wow, wie krass ist das denn? Da haben wir durch Zufall was entdeckt, was super hilfreich für uns ist. Also was besonders spannend war, da war an der Nordseeküste ist einer runtergekommen und einer hat sich aufgenommen, einfach beim Surfen. Also er war tatsächlich, hat beim Windsurfen ein schönes Video machen wollen und dann im Hintergrund flog was runter. Und er hat das selbst gar nicht gemerkt, das ist hochgeladen worden und dann später haben Leute gesehen, ach guck mal, da ist ja ein riesiger Feuerball runtergekommen. Also da kann schon per Zufall einfach was draufgekommen sein. Wie können denn Leute, die jetzt vielleicht sogar zuschauen oder auch ich, wie können wir denn eure Arbeit unterstützen, Esther? Also am besten ist natürlich, wenn man was gesehen hat und es gibt die International Meteor Organization, die haben zum Beispiel so ein Tool entwickelt, wo man einfach seine Sichtung melden kann. Und so können, wenn ganz viele Menschen das berechnet haben, die sich oder gesehen haben und das genau genug berichten und das ist wirklich eine sehr intuitive Berichterstattung, die man da machen kann. Daraus können dann wirklich schon Daten entnommen werden. Also wenn wir einfach die Feuerkugel von sehr vielen unterschiedlichen Blickpunkten aus sehen und genug Menschen das reporten zum Beispiel, dann können wir eine Trajektorie berechnen und wissen ungefähr, wo ist sie langgeflogen. Und einfach so kann man auch immer mal nachgucken, war da irgendwie was? Ich habe da was gesehen, haben andere es vielleicht auch gesehen? Das ist halt sehr schön. Das ist öffentlich, jeder kann da reingucken und so einfach auch was er gesehen hat, teilen. Und daraus können halt auch schon die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse gezogen werden. Ja, und wofür braucht ihr diese Erkenntnisse dann in der Wissenschaft? Wir kombinieren viele unterschiedliche Datenquellen, die wir so haben. Also auch wenn man sagt, ja, es sind ja nur Augenzeugenberichte oder so, aber die sind meistens sehr schnell. Also unser Alarmsystem basiert beispielsweise auf Twitter. Einfach weil Twitter unglaublich schnell ist. Es wird unglaublich schnell getweetet, die Menschen posten, was sie gesehen haben. Sie laden Videos hoch, wenn sie per Zufall halt eine Feuerkugel wirklich aufgenommen haben. Das ist unglaublich schnell. Und auch diese Reports sammeln geht sehr schnell teilweise. So weiß man halt zumindest erstmal, da war etwas und man weiß grob, wo es passiert ist. Das ist schon sehr, sehr viel wert, weil wir dann in diesen Bereichen gucken können, wurde diese Feuerkugel noch mit anderen Netzwerken, vielleicht mit anderen Methoden detektiert? Und am Ende kann man so Informationen aus ganz vielen unterschiedlichen Datenquellen kombinieren und hat am Ende viel, viel mehr, als wenn man nur die einzelnen Quellen an sich betrachten würde. Ja, verstehe. Spannend. Theresa, woran forscht ihr denn jetzt gerade an der Uni Oldenburg eigentlich? Ihr seid ja Doktorandinnen, ne? Genau, also das NEMO ist natürlich unser Projekt, für was wir gemeinsam bearbeiten. Wir haben dann versuchen, diese wissenschaftliche Teil daraus, sind mehr diese Flüsse zu berechnen. Also wie viel ist eigentlich da oben, was haben wir zu erwarten, was da um uns herum quasi rumfliegt.
das ist gerade so ein Bereich, der ist schwer zu beobachten sonst. Wir haben ja diese ganz kleinen Teile, die sind halt relativ häufig. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Kamera aufstellen und in den Himmel gucken, dann ist es recht wahrscheinlich, dass wir was draufkriegen. Aber wenn wir Feuerkugeln sehen, die so selten passieren, dann ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass wir die genau in diese Kamera mit reinbekommen. Und wenn es noch größer ist, können wir die mit Teleskopen aufnehmen, aber die sind zu klein für Teleskope, diese feuerkugelmachenden Meteoroide. Ja, klar. Okay, krass. Also da kann man echt nur hoffen, dass ganz viele Leute in Zukunft euch weiter mithelfen und reporten. Ja, bitte. Ja. Esther, eine letzte Frage an dich, und zwar, was habt ihr denn nun eigentlich studiert? Also wie kommen unsere Zuschauer, die jetzt vielleicht total interessiert sind und sowas auch machen möchten und vielleicht noch am Anfang ihrer Karriere stehen, wie können die denn nun genau dahin kommen zu dem, was ihr auch macht? Also wir haben beide Physik studiert, auch gemeinsam studiert. Und ich glaube, es hat schon bei der Bachelorarbeit angefangen. Wir haben beide zusammen wieder ein gemeinsames Projekt, auch mit Detlef Koschny und unserer Uni halt zusammen angefangen. Damals ging es noch um Meteore, also auch um sehr kleine Teilchen, die, wie Theresa gerade gesagt hat, mit einem Doppelkamerasystem detektiert wurden. Und ich glaube, danach sind wir einfach in dem groben Gebiet geblieben. Das hat uns nie wieder losgelassen. In der Masterarbeit haben wir wieder mit Detlef zusammengearbeitet. Diesmal ging es darum, die Daten von Rosetta auszuwerten. Das wurde ja vorhin auch schon erwähnt. Also Staub um den Kometen herum. Die Teilchen wurden etwas größer. Und dann haben wir für diese Promotion jetzt unser gemeinsames Projekt mit NEMO halt angefangen oder stecken schon ziemlich mittendrin, würde ich sagen. Wahnsinn, also es klingt auf jeden Fall nach einer super spannenden Leidenschaft und in dem Sinne auch mal vielen, vielen Dank, Theresa und Esther, dass ihr heute mit dabei wart. Danke. Ja, und wir sind ja jetzt auch noch kurz hier zusammen, zwar nicht mehr lange, denn unsere Zeit neigt sich so langsam dem Ende zu, aber wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit übergelassen für eure Fragen, die ihr im Vorhinein in den letzten Tagen über Social Media gestellt habt. Und zwar sind auch weiterhin alle 5 Experten dabei und ich werde jetzt einfach mal die Fragen, die reingekommen sind, an die 5 Experten verteilen. Und zwar, wurde schon mal jemand von einem Stück Asteroid, das die Erde erreicht hat, getroffen? Also mir ist es nicht bekannt, dass schon mal selber einem quasi ein Stein auf den Kopf gefallen wäre. Kann man natürlich nicht ausschließen. Es hat natürlich schon Opfer indirekt vielleicht gegeben. Also zum Beispiel das erwähnte Tunguska-Ereignis am Anfang, da wird immer mal wieder gesagt, da sind vielleicht Leute bei umgekommen. Dann gab es in jüngerer Vergangenheit mal ein Einschlagereignis im Hochland von Peru. Da sind ein paar Kühe umgekommen dabei, wo vielleicht ein Einschlag am nächsten kam, dass tatsächlich jemand hätte direkt getroffen werden können. Das war ein Meteorit, der, ich glaube in New York war das, irgendwann in den 90ern runtergekommen ist und ein Auto getroffen hat. Hat das also ziemlich demoliert und das war sozusagen knapp vorbei. Aber ich glaube, der Besitzer von dem Auto hat da noch ein großes Geschäft draus gemacht, weil das natürlich eine ziemliche Rarität war und dann sehr, sehr lukrativ verkauft wurde und heute in verschiedenen Ausstellungen gezeigt wurde. Ich glaube, der ist auch schon mal in Deutschland gezeigt worden, das Auto. Wow, okay, aber in dem Fall war das ja dann echt nur noch Glück, dass es nicht einen Menschen getroffen hat. Also es hätte theoretisch schon passieren können. Bisher sind wir einfach nur sehr glücklich davon gekommen. Könnte man so sagen. Okay, verstehe. Esther, an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich glaube, einen Asteroiden oder Meteoroiden gefunden oder gesehen zu haben? Also, wenn man zum Beispiel über sowas stolpert, dann am besten erstmal kurz mit dem Magneten testen, ob es magnetisch ist. Und wenn es schon mal magnetisch ist, ist das ein sehr gutes Zeichen. Ansonsten gibt es in ganz Deutschland sehr viele unterschiedliche Laboratorien, auch an verschiedenen Universitäten, die solche Tests dann machen. Beispiele wären Mainz, Münster oder Berlin zum Beispiel. Aber es gibt da viele deutschlandweit, europaweit, natürlich weltweit. Dann, wenn man ganz sicher gehen möchte, könnte man sie einfach einmal in ein Labor schicken. Okay, perfekt, cool, vielen Dank. Also letztendlich in vielen Großstädten Deutschlands und ja, die Reise wird wahrscheinlich nicht zu weit sein, um eben das vielleicht mal zu erfragen, wenn man sowas gefunden hat. Danke für deine Antwort. Detlef, bist du auch noch da? Weil dann habe ich eine Frage für dich. Ja, ich bin noch da. Sehr cool. Wer ist bei der Abwehrmission rechtlich dafür verantwortlich,
da es ja eben ein internationales Unterfangen ist. Das ist, wenn man ehrlich ist, nicht ganz einfach zu beantworten. Und weil wir uns selber die Frage natürlich auch schon gestellt haben, gibt es da auf internationaler Ebene eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt hat. Wir haben von den Vereinten Nationen zwei Organisationen bestätigt bekommen. Die eine heißt Space Mission Planning Advisory Group. Und das ist ein langer Name. Da sitzen alle Raumfahrtagenturen drin, die so eine Mission bauen könnten. Und die haben natürlich die gleiche Frage gestellt. Und wir haben eine Arbeitsgruppe für rechtliche Aspekte auf die Beine gestellt. Und die haben uns kürzlich einen Report geliefert, wo die Antwort auch noch nicht so richtig drinsteht, wo aber doch einige Informationen dazu zu finden ist. Und wer sich dafür interessiert, der muss auf die Website gehen. Das ist smpag.net, also smpag.net. Und da gibt es irgendwo einen Link zu diesem Bericht. Ich muss zugeben, ich kann es jetzt anders nicht beantworten, weil das von Rechtsanwälten geschriebene war doch sehr kompliziert. Ja, okay. Also scheint auch immer noch nicht so ganz klar zu sein, aber das ist natürlich auch auf jeden Fall spannend, ne, dass es so komplex ist, auch das Thema, dass man sich da gar nicht, was das Rechtliche betrifft, so schnell einig wird. Detlef, ich habe auch noch eine weitere Frage an dich, und zwar sollen Asteroiden als denkbare Gegenmasse für das Skyhook-Projekt in ferner Zukunft genutzt werden? Gut, ferne Zukunft ist, glaube ich, das Stichwort. Also Skyhook ist ja die Idee, dass man einen Aufzug in den Weltraum baut. Meines Wissens geht das auf eine Science-Fiction-Novelle von Arthur C. Clarke zurück. Und ich musste das witzigerweise in meiner Prüfung Raumfahrttechnik mit meinem Professor diskutieren, der ein guter Freund von Arthur C. Clarke war. Da ist also das Schwierige ist, wenn ich so einen Aufzug bauen will, kann ich den nicht einfach senkrecht nach oben bauen, weil die Erde sich ja dreht. Und die Frage von dem Professor an mich war, wie mache ich das denn? Und die richtige Antwort, die ich natürlich nicht erfunden habe, sondern irgendwo nachgelesen, du musst einen Satelliten in eine geostationäre Umlaufbahn bringen, wo also auch unsere Nachrichtensatelliten sind, und dann ein Seil Richtung Erde runterlassen. Und damit das nicht aus dem Gleichgewicht gerät, muss man ein Seil in die andere Richtung auch noch rauslassen, in beide Richtungen. Ja. Und wenn ich das irgendwie mit Massen ausbalancieren könnte, das wäre natürlich toll. Aber ehrlich gesagt, also das werde ich sicher nicht mehr erleben, dass sowas je gebaut wird. Also in ferner Zukunft vielleicht ja, aber im Moment hätten wir da auf keinen Fall die Technologie dazu. Krass, verrückt, dass die Frage von einem User kam und es gleichzeitig die Frage in deiner Prüfung war. Sehr witzig. Danke für die Antwort. Trami, eine weitere Frage, die von einem User über Social Media kam, ist: Ab welcher Größe kann ein Asteroid für die Erde denn eigentlich gefährlich werden? Wir haben ja schon von den Vorrednern gehört, von verschiedenen Szenarien. Und eines der Szenarien war der Einschlag eines Asteroiden in Tscheljabinsk. Da gab es ja schon eine ziemliche Zerstörung. Es wurden Gebäude zerstört und Es handelte sich hierbei um einen Asteroiden mit einem Durchmesser von 20 Meter. Also würde ich sagen, dass so ab 20 Meter aufwärts man schon von gefährlichen Asteroiden reden kann. Super, danke für die Antwort. Eine letzte Frage geht an dich, Theresa. Und zwar, kann man Asteroiden mit dem bloßen Auge erkennen? Also auf jeden Fall, wenn sie bei uns eintreten, wir haben ja schon von Feuerkugeln gehört, wenn die so groß sind, dann werden die so hell, dass ihr die auf jeden Fall seht. Da könnt ihr die eigentlich gar nicht verpassen. Im Weltall ist es allerdings schwieriger. Die sind halt sehr dunkel. Und wir hatten ja vorher schon mal von einigen gehört, die können eher per Teleskop gefunden werden als per Auge. Das ist sogar so schwierig, dass wir oft vorher gar nicht wissen, dass irgendwas einschlagen wird, was es halt eben schwieriger macht, um davor zu warnen. Wow. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das hat euch da draußen an all die Fragen gestellt haben, weitergeholfen. Und auch nochmal vielen Dank für eure Initiative. Ja, das war es leider schon von euch. Ich sage vielen, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich persönlich habe auf jeden Fall einiges gelernt heute über Asteroiden. Ich danke auch unseren Experten, die heute mit dabei waren und natürlich dem ganzen Orga-Team. Es hat wirklich super geklappt mit unserer virtuellen Sessions. Dankeschön und bis bald.
Wie so ein Szenario in Zukunft aussehen könnte, wenn uns ein Asteroid auf der Erde zu nahe kommt, das seht ihr jetzt noch im Anschluss. The Russian town Chelyabinsk faced a terrible incident. All they could do was run when they heard a thunder. This could happen to the Earth. Every town. The top story today remains last week's discovery of an asteroid as big as a city block that is heading for Earth. And, according to initial predictions, is forecast to hit somewhere between Tokyo and Copenhagen just 24 days from now. Simulations indicate the impact will provide enough energy to destroy a city. See, we're in the headlines. I've given up on the news. The modeling's bad enough. Even 10 kilometers from the impact, heat will ignite clothing and cause third-degree burns. It's at least 200 meters across. Big enough to give Tokyo, Seoul, or Minsk a really bad day. Is it as big as the one in Chelyabinsk back in 2013? No, 10 times bigger. That makes it 5 times as large as that one that hit the moon in 2022. The UN again today to determine if an evacuation should be... They're planning to move millions of people. That's never been done. I don't know if it can be. Data's in. The next data dump from the FlyEye network has arrived. It's essential we get the correct impact time. I'm working on it. The flyers are proving their worth today. In 2019, ESA began building a network of FlyEye telescopes to detect and follow asteroids. Without this, Europe wouldn't have the necessary data to react wisely to any future forecast impact like this one. It's looking as if the trajectory is... Yes. The impact corridor is narrowed and confirmed. It's going to hit in the South Pacific. So no evacuations needed. ESA is taking action to help keep Europe safe and resilient from hazards like space weather, earth-grazing asteroids, and risky space debris. Now is the time for decisions.